Ja, hallo ihr Lieben, es ist wieder Sonntag, Zeit für eine neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, das heutige Rezept, das macht meine Frau, die Anne, alleine, weil es gibt was mit Kürbis und Kürbis ist für mich ein No-Go. Deswegen macht Anne heute eine Kürbispasta. Viel Spaß! Ja, ihr Lieben, für unsere Kürbispasta benötigen wir eine Nudel eurer Wahl. Wir nehmen hier Tagliatelle, etwas Butter, ich glaube 50 Gramm brauchen wir. Kürbis natürlich, davon brauchen wir 200 Gramm. 250 Milliliter Kochsahne. Milch brauchen wir. Zum Würzen nehmen wir Pfeffer und Salz. Pecorino kommt noch rein. Cheddar-Käse kommt rein. Etwas Thymian. Eventuell hinterher Salbei, um das Ganze zu bestreuen. Eine Knoblauchzehe und etwas Muskat. In einem Topf habe ich nun 2 Esslöffel Butter erhitzt. Dazu kommt nun unser Knoblauch und der klein gewürfelte Kürbis. Das Ganze wird ein wenig angeschwitzt. Der Kürbis ist nun angedünstet und der Knoblauch natürlich auch. Nun gieße ich das Ganze mit Kochsahne und der Milch aus. Wie man sieht, sieht man gar nichts mehr. Es dampft richtig schön. Dann geben wir noch die Gewürze dazu, das heißt, einen halben Teelöffel Salz, denke ich, werde ich reingeben. Oder so nach gut dünken. Ja, ich denke, das notfalls kann man noch mal nachwürzen. Etwas Pfeffer. Ja, meine Maschine geht schon vorher los, bevor sie auf hab. So. Dann kommt noch etwas Thymian dazu. Da werde ich nicht so gar so großzügig sein, weil ich finde, dieser getrocknete Thymian, der ist immer so nadelig irgendwie so. Ja. Das Ganze darf nun aufköcheln. Ich denke mal so 5 bis 10 Minuten auf jeden Fall. Gute 8 Minuten hat nun die Soße gekocht. Ich werde das Ganze jetzt pürieren. Der Kürbis ist gar. Das habe ich mit meinem Löffel gesehen. Ja. Das Ganze wird jetzt püriert und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Soße ist püriert. Nun kommt der Pecorino dazu. Und unter anderem der Cheddar noch. Ja. So. Das Ganze wird untergerührt. Und dann darf das alles nochmal so 2 Minuten aufkochen. Und dann ist unsere Soße auch schon fertig. Nebenbei setze ich nun das Nudelwasser auf. Koche unsere Nudeln und dann kann serviert werden. Wie ihr seht, habe ich dem Ganzen noch ein wenig Muskatnuss dazu gegeben. Das Ganze rühre ich noch unter und dann kann gegessen werden. Ja, ihr Lieben, das war unsere Kürbispasta. Ich habe ganz kurz probiert, ist wirklich nicht meins. Also an Kürbis kann ich nicht ran. Deswegen von mir kein Fazit. Das macht nämlich die Stimme aus dem Hintergrund. Die etwas andere Pastasoße. Ich fand sie super lecker. Meine Schwiegermama hat auch probiert. Auch sie war begeistert. Ich denke, kocht's einfach nach. Dann werdet ihr es selber sehen. Ja, so sprach die Stimme aus dem Hintergrund. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Schönen Sonntag und bleibt gesund.